Lieber Reinhard, lieber Tobi, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr auch die Zeit investiert. Auch Tobi, du bist heute viel auf der Bühne. Schön, dass du jetzt hier im Online-Host-Studio bist. Und wir fangen mal an mit einer steilen Vorlage von der wunderbaren Kabarettistin Monika Gruber. Ein Zitat von ihr, das wir jetzt hier einblenden. Wir leben in hysterischen Zeiten. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Dabei ist es eine große Errungenschaft unserer Demokratie, dass man über alles reden darf und erst einfach mal auch dem anderen zuhört. Ja, vielen Dank an Bayern 2, dass wir das hier so einblenden. Lieber Reinhard, Blitzlicht. Denkst du, stimmst du zu oder sagst du so ein Blödsinn? Ich stimme hundertprozentig zu. Ich würde nur einen Schritt weitergehen. Unsere Herausforderung, glaube ich, ist nicht nur, dass wir nicht zuhören, sondern dass wir noch nicht mal verstehen. Und ich glaube, wir brauchen gerade als Christen diesen nächsten Schritt noch zuhören und dann sicher sein zu verstehen und dann nicht schwarz und weiß aufzugeben, aber dann reflektiert genug auch die Graustufe noch wahr. Also du meinst, es trifft auch auf Christen zu sogar? Hundertprozentig. Ja? Also, hundertprozentig. Mehr okay. Als das noch. Schwarz und weiß, ja? Gibt es da keine Graustufen mehr bei den Christen? Natürlich, jetzt dürfen wir auch nicht schwarz und weiß hier drüber reden, klar, und müssen differenziert schauen. Aber ich glaube, wir stehen zurzeit gesellschaftlich und auch als Christen in der Gefahr, wo wir alles sofort zu einer Bekenntnisfrage machen und tatsächlich nur noch schwarz oder weiß, nur noch gut und böse machen und gar nicht mehr wahrnehmen, was der andere mir tatsächlich sagen will, was Gott mir auch sagen will und ich gar nicht mehr so richtig aus den Schubladen von vorgefertigten Meinungen rauskomme. Ist auch herausfordernd in diesen schwierigen Zeiten, hysterischen Zeiten, wie Monika Gruber sagt, den Überblick zu behalten. Tobi, was sagst du zu dieser Aussage? Ich kann sie auch gut nachvollziehen. Ich würde auch sagen, es kommt mir manchmal so vor, dass es nicht so entscheidend ist, was gesagt wird, sondern wer es sagt. Also es wird, sage ich mal so, es wird ein gutes Argument geliefert. Dummerweise ist es gefühlt die falsche Partei und dann kann ich es nicht gut finden. Also wenn ich dann das Argument gut finde, dann gibt es riesen Shitstorm. Wie kann man das sagen? Dann stehst du gleich für die ganze Partei. Nee, ich finde eigentlich das Argument gut und würde es gerne differenziert betrachten. Genauso ist ein Phänomen, das so wirkt, wer am lautesten applaudiert, ist nicht so wichtig, was du sagst, sondern wer am lautesten applaudiert. Das heißt, wenn du jetzt was sagst und dummerweise die falschen zu laut applaudieren, dann ist das Argument auch wieder falsch und es wird, wie der Rainer gesagt, gar nicht differenziert angeschaut. Also um was geht es denn eigentlich, sich zugehört und das Ganze versucht ein bisschen in der Breite auch anzuschauen. Wobei ich würde noch gern, Tobi, einen Punkt noch dazulegen. Ich glaube, du hast absolut recht, aber der Punkt ist auch nicht nur, was wird gesagt und wer es sagt, sondern auch noch, wie sagen wir es. Und da würde ich uns Christen sehr wünschen, auch gerade in den politischen Diskussionen, ein bisschen weniger Aufgeregtheit und ein bisschen mehr, weniger Härte und stattdessen mehr sowas wie Sanftmut wiederzugewinnen und nicht Bekenntnisstärke mit Rubrigkeit zu verwechseln. Aber wird man denn überhaupt noch gehört, wenn man sehr sanftmütig in diesem, alle schreien? Ich meine, sagen wir mal, unsere Gesellschaft ist wie so ein Marktplatz, alle schreien lauter als der andere und dann, wenn ich dann sozusagen so ein bisschen säusle, so, jetzt, werde ich dann gehört? Jetzt ist die Frage, was glaubst du oder was glauben wir, dass die stärkste Kraft in diesem Universum ist? Und ist es nur frommes da Gerede, wenn wir sagen, wir glauben, dass Gottes Liebe alles durchdringt und Herzen erreicht? Oder sind wir zutiefst davon überzeugt, dass tatsächlich Liebe und Sanftmut die Herzen erreicht? Und ganz im Ernst, ich habe keine Lust, Diskussionen zu gewinnen und hinterher jemanden niedergeschrien zu haben, sondern ich mag ein Herz gewinnen. Ich will nicht eine Diskussion gewinnen, sondern ich will denjenigen, der mit mir redet, gewinnen. Ja. Das Interessante ist ja, dass die Bibel uns dazu einlädt, für Politiker zu beten und gegen Kräfte der Finsternis. Das heißt, ich bin für Menschen. Das bedeutet, dass ich entsprechend umgehe. Jesus gibt uns viele Tipps. Wie du willst, dass man mit dir umgeht, geh mit anderen um. Also will ich angeschrien werden? Nein. Will ich konstruktive Diskussion? Ja. Will ich Respekt? Ja. Will ich das auf eine liebevolle Art? Ja. Liebevoll heißt ja nicht unklar, ganz im Gegenteil. Also die Liebe ist sehr klar, aber ich wertschätze mein Gegenüber. Und das sind, glaube ich, gewisse Reich Gottes Filter, die hören nicht auf, egal ob ich mit dem Politiker rede oder mit dem Reinhard oder mit dir rede. Das sind so Grundprinzipien und laut der Bibel ist das die stärkste Veränderungskraft, wie der Reinhard gesagt hat, die viel stärker ist, als gewinne ich jetzt meine Argumentation. Sondern ich will ja Herzen gewinnen. Jetzt möchte ich, ja, Reinhard, du wolltest, nee, okay, passt, sag. Es könnte sogar sein, dass wir was neu entdecken müssen, nämlich die Stärke von Fragen. Wenn ihr euch mal in den Evangelien anschaut, wo gewinnt Jesus tatsächlich nochmal die Herzen und wo macht er seine stärksten Punkte, dann sind es häufig nochmal mit Fragen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Oder die Diskussion mit der Samariterin am Brunnen. An wie vielen Stellen erreicht Jesus durch Fragen das Herzen von Menschen, weil die Frage öffnet und der andere ist plötzlich genötigt, seine eigene Grundüberzeugung offenzulegen. Und dann können wir nochmal weiterreden. Kommen wir nochmal kurz zurück zu diesem Thema, was darf ich denn heute überhaupt noch sagen? In einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach
Ja, da sagen 45% der Deutschen, ich darf meine Meinung heute noch frei äußern. Nicht mehr? Ich darf sie frei äußern oder nicht? Nein, mehr? Nein, sie sagen nur noch 45% glauben. Das heißt, 55% glauben, man darf die Meinung nicht mehr frei äußern. Das heißt, mehr als die Hälfte der Deutschen glauben, man darf die Meinung nicht mehr frei äußern. Es ist im Grundgesetz, Artikel 5, ist das Recht auf freie Meinungsäußerung ja verbürgt. Ist das jetzt nur eine gefühlte Wahrheit, dieses 55%, ich darf meine freie Meinung nicht mehr äußern? Oder hast du das Gefühl, Reinhard oder auch Tobi, dass das irgendwo auch stimmt? Also ich finde zunächst mal spannend bei dieser Zahl, wenn 55% sagen, ich darf meine Meinung nicht mehr äußern, dann können sie gleichzeitig diese Meinung äußern. Das ist zunächst mal ein Widerspruch, denn wenn wir tatsächlich keine Meinungsfreiheit mehr hätten, dann dürfte ich alles sagen, nur diesen Satz nicht. Gleichzeitig will ich das natürlich nicht abschwächen, dass du tatsächlich, wenn du auch christliche Werte vertrittst, dich sehr schnell in der Shitstorm wiederfindest. Nur ich würde auch gerne an der Stelle tatsächlich sehr deutlich differenzieren. Ich darf meine Meinung sagen, aber ich habe natürlich keine Verheißung darauf, dass das jeder klasse findet. Und natürlich, wenn ich manche konservative Meinungen auch in der politischen Diskussion vertrete, werde ich abquatscht werden und werde ich auch unfair behandelt werden. Nur trotzdem, es ändert nichts daran, dass ich zunächst mal zu meiner Meinung stehen darf, meine Meinung äußern darf und hoffentlich das dann in einer intelligenten und guten Art und Weise machen. Aber warum ist es so, dass ich abgewatscht werde, wenn ich gewisse biblische Positionen vertrete zum Thema Lebensschutz oder zum Thema Sexualität? Woran liegt das? Also es gibt natürlich einmal eine geistliche Dimension, die sagt dir einfach, wo ich sage mal, Jesus uns gar nichts anderes verspricht, dass es Gegenwind gibt oder dass es auch umkämpft ist. Deswegen beten wir ja auch hoffentlich für unsere Regierung und für Weisheit und für Klarheit und für Durchblick. Und deswegen will ich auch differenzieren, sagen, rechtlich darf ich in unserem Land alles. Nur unsere Gesellschaft ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie in der Breite komplett den lebendigen Glauben entdeckt hat und ich sage jetzt mal, den auch schon lebt. Das heißt, die Mehrheit kann damit nichts anfangen, wo auch unterschiedlich wir Kirchen unseren Anteil dran haben. Wie stark haben wir den Leuten geholfen, eine lebendige Gottesbeziehung aufzubauen? Wie stark haben wir ihnen geholfen, dort auch hinzukommen? Und das ist natürlich ein Spiegelbild. Also wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, auch ethisch anders sieht, nicht das gleiche Menschenbild hat, nicht das gleiche Gottesbild hat, nicht die gleiche, also dann... Ja, in Finnland wurde kürzlich eine ehemalige Ministerin angeklagt, weil sie gesagt hat, Homosexualität sieht sie jetzt nicht unbedingt in der biblischen Schöpfungsordnung und sie durfte da ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Also wir haben es hier schon auch tatsächlich mit... In dem Bereich gibt es ja auch Gesetze in Deutschland, wo ich nicht alles immer sagen kann. An dem Bereich gebe ich dir recht. Da ist es so, dass es sehr schwierig ist, gerade im Kirchenkontext dort, ich sage es mal, Meinungsfreiheit und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass unterm Strich man, glaube ich, lernen muss, einfach gute Argumente zu bringen und auch Demokratie zu nutzen, unabhängig davon, ob jetzt gerade wer welcher Meinung ist. Und ich glaube, dass oft gar nicht die Mehrheit anderer Meinung ist, sondern dass es laute Minderheiten gibt, die genau wissen, wie es funktioniert. Wenn ich entsprechend laut bin auf Social Media, wenn ich entsprechend laut bin auf irgendwelchen Kommentaren unter YouTube. Also ich kann ja mal jeden fragen, der jetzt gerade zuschaut, wie oft hast du schon unter YouTube was Konstruktives geschrieben, wenn es was Gutes war? Wahrscheinlich nie. Das ist ein bisschen wie die, sagen wir mal, wenn ich mir denke, wer schreibt eigentlich diese Urlaubs-Reviews? Ich habe noch nie einen geschrieben über ein Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber inwiefern sind wir dabei? Tun wir konstruktiv Sachen ausdrücken? Tun wir gefällt mir drücken, wenn es jemand positiv macht? Oder schreiben wir vielleicht auch mal unter den kritischen Post eine kritische Antwort, aber dann eben müssen wir gewappnet sein, dass da vielleicht auch was kommt. Und dann aber gilt ja auch, dass liebe deine Nächsten wie dich selbst oder liebe auch deine herausfordernden Personen um dich rum und begegne ihnen mit Respekt und Achtung. Gell? Also Konstantin, ich glaube, es ist natürlich definitiv so, dass wir im Augenblick in einem Meinungskampf sind und auch in geistlichen Auseinandersetzungen. Und wenn man die ganze Cancel Culture sich anschaut, dann sind es natürlich dramatische Dinge, die da vor sich gehen. Das geht ja so weit, dass sich schon Komplimente auch in der Gesellschaft umgedreht werden, als Mikroaggression hergenommen werden. Also wenn ich sage, hey, heute siehst du gut aus, dann diskriminiere ich dich. Heißt das ja, dass ich gestern nicht gut aussah. Genau so. Das heißt aber, hier laufen wir in solche Mechanismen rein, wo unter einer Cancel Culture tatsächlich ein Meinungsdiktat reinkommen kann. Dagegen müssen wir aufstehen, dagegen müssen wir auch argumentieren. Wie? Dazu sind wir auch gefragt, indem ich genau darüber und meine Stimme erhebe, diese Mechanismen deutlich mache. Auch im Beispiel von der finnischen Ministerin, ehemaligen finnischen Ministerin, laufen diese Gerichtsverfahren. Und an der Stelle ist tatsächlich meine Hoffnung, dass wir hier die Stimme so deutlich erheben, zu sagen, jede Aussage, die ich treffe, grenzt natürlich immer ab. Jede Aussage macht eine Differenz, aber das heißt noch lange nicht, dass sie deshalb diskriminierend ist.
Und da verlaufen im Augenblick die Kampffelder auch in der gesellschaftlichen Diskussion. Und dazu sind wir gerufen, unsere Stimme zu erheben. Und das finde ich viel, viel sinnvoller, auf der Ebene zu diskutieren, nicht drüber dann zu diskutieren, wie groß muss jetzt die Lochgröße meiner Maske sein und muss ich überhaupt eine Maske tragen und wie auch immer. Zu Corona kommen wir gleich noch. Lass uns noch mal ganz kurz bei Diversity oder LGBT bleiben. Wir hatten jetzt hier gerade vor einigen Wochen diese Situation, Allianz Arena sollte in bunten Farben leuchten. Es ist dann nicht so passiert. Es war ja ein Statement gegen das Gesetz in Ungarn. Aber man hat dann eben auch Markus Söder gesehen, der als CSU-Politiker eben mit einer Regenbogenmaske in die Kamera geschaut hat, einfach für Diversität. Was ist denn da so eure Meinung dazu? Findet ihr das gut, dass Markus Söder das gemacht hat? Tobi, kannst du das sagen? Also in zwei verschiedene Facetten. Das Problematik an der ganzen Regenbogensache ist, dass da unter dem Deckmantel ja 1000 super Sachen drunter sind, aber gefühlt man alles zu 100% unterschreiben muss. Und deswegen ist es ja erstmal so, ich sage mal, wenn Markus Söder sagt, er steht grundsätzlich auf gegen Rassismus, gegen Unterdrückung, gegen Ausgrenzung, egal wo die herkommt, ob ich aus der Szene komme, wie du gerade gesagt hast, oder ob ich sonst eine Minderheit bin und grundsätzlich für Gleichberechtigung und so weiter, dann müssten ja eigentlich jeder am Ende vom Tag sagen, ich stehe dafür aus. Die Frage ist einfach, wie gehe ich damit rum, dass teilweise der Regenbogen halt instrumentalisiert wird. Eigentlich, es wird gesagt, eigentlich gibt es einen Hauptpunkt und den muss ich zu 100% zu sehen. Und dann gibt es auch noch Rassismus, bam, 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 Antisemitismus. Dann wird es schwer, weil dann sage ich, ja, muss ich jetzt alles unterschreiben oder können wir uns darauf einigen, dass grundsätzlich, egal welche Gruppierung nicht unterdrückt wird, jegliche Form von Gesetzgebung, die Würde des Menschen einschätzt oder Freiheit in meiner, ich sage es mal, für mich ist ein Wert zum Beispiel Freiheit in der Meinungsäußerung, aber auch Freiheit in der sexuellen Orientierung, solange niemand Schaden nimmt. Das wäre für mich zum Beispiel ein Gesetz, wo ich sagen würde, das müsste sogar sein. Du darfst, das darf nicht in die falsche Richtung kippen. Nur im Moment ist es so, dass dahinter, wie gesagt, noch heißt, ich muss das alles noch so sehen und ich darf nicht differenziert das Thema Homosexualität sehen und so weiter, sonst ist alles gleich homophob und dann wird es so aufgeheizt. Und dann heißt man in der Spannung, weil ich sage mir, eigentlich könnten wir den Regenbogen auch draußen hinhängen, wenn es darum geht, genau diese ganzen Themen. Aber ich bin nicht ich persönlich bin nicht in allem der Meinung wie die Lobby, die teilweise dahinter steht. Ich glaube, das Fatale ist, dass hier so eine Umwertung im Augenblick stattfindet. Antidiskriminierungsrechte waren immer gedacht als Abwehrrechte, als Schutzrechte. Und das, was wir im Augenblick in der harten Lobby-Auseinandersetzung erleben, dass die Schutzrechte auf einmal als Angriffsrechte hergenommen werden und Dinge eingeklagt werden und selber wieder abgegrenzt werden. Und das sind dann die Punkte, gegen die wir tatsächlich aufstehen müssen und sagen, hier verschiebt sich was von einer zunächst richtigen Abwehrrecht, niemand soll diskriminiert werden, hin dazu, jemand anders meine Meinung und meine Weltsicht aufzudrücken und dann kommen wir genau auf diese Gefühlslagen, hey, ich darf meine Meinung nicht mehr frei sagen. Das machen wir Christen ja auch. Wir haben ja eine gewisse Überzeugung, weil die ja aus der Bibel kommt. Und wir versuchen ja auch, sage ich mal, die Gesellschaft, das ist ja das, was uns angekreidet wird auch, versuchen wir ja irgendwie auch über unsere Überzeugung aufzudrücken, oder? Und das ist ja, nein. Das ist, glaube ich, der tiefe Missverständnis, wenn es um die Frage Toleranz geht. Erstens meint Toleranz nicht gleichzeitig Akzeptanz. Zweitens ist Toleranz nur dann möglich, inhaltlich überhaupt, wenn ich tatsächlich unterschiedlicher Meinung bin. Wenn ich zu dir sage, Konstantin, alles ist wahr und alles ist richtig und so, dann kann ich gar nicht tolerant sein, weil wir keine unterschiedliche Meinung haben. Tolerant als Beziehungsbegriff kann ich gerade an der Stelle sein, wenn ich sage, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das, was du erzählst, kompletter Käse ist, dass es falsch ist, dass es nicht richtig ist und wir ringen hart in der Sache und nachher gehen wir zusammen ein Bier trinken. Ja, das aber ist, ich liebe dich sozusagen, oder? Ja, oder ich muss dich ja noch nicht mal lieben, aber zumindest ich akzeptiere dich, du hast Platz mit deiner Meinung hier. Und für Jesus war das ja gar kein Widerspruch. Er hat absolut bedingungslose Liebe gemacht und trotzdem klare Orientierungshilfe. Wie? Er hat bedingungslose Liebe gemacht? Also Liebe vorgelebt, du hast recht. Okay. Aber hat gleichzeitig Orientierungshilfe gegeben. Und das war für ihn gar kein Widerspruch. Ich muss inhaltlich gar nicht deiner Meinung sein, ganz im Gegenteil. Und das Fatale, glaube ich, was in politischen Diskussionen, auch im religiösen Bereich gerade an der Stelle passiert ist, dass wir uns den Begriff der Liebe dann wegnehmen lassen als Kampfbegriff gegen die Wahrheit. Und gar nicht sehen, dass unser Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft genau darin besteht, dass wir ganz von Wahrheit reden können und gleichzeitig ganz Liebe, das Ganze in Liebe tun und nicht Liebe gegen Wahrheit ausspielen.
Ich glaube, die Herausforderung ist ja einfach auch für viele, dass sie sich so in die Enge gedrängt vorkommen. Also sowohl Christen als auch jetzt, sage ich mal, andere Gruppierungen, die sie halt sagen, keine Ahnung, wenn ich die Corona-Regeln nicht hundertprozentig so einhalte, wie der Staat mir das vorgibt, dann bin ich halt schon gleich ein Querdenker. Deswegen jetzt mal ganz kurz so der Bogen rüber zum Infektionsschutzgesetz. Da sind ja harte Geschütze aufgefahren worden, als das diskutiert wurde im Bundestag, als es durchgegangen ist. Was hast du denn da so mitgekriegt von diesen harten Geschützen, auch von Christen, die dann eben dir gesagt haben, Reinhard, jetzt auf geht's, mach mal was. Also wir haben als Evangelische Allianz eine ganze Menge mitgekriegt, auch ganz unterschiedliche Forderungen, was und wie wir da tun müsste. Und wir wollten zunächst mal uns nicht zu den alltagspolitischen Fragen äußern, weil wir das Gefühl hatten, die sind gut im politischen Diskurs, da kann man drüber ringen, kann man nach den besten Regelungen suchen, da können wir keinen spezifischen Wertbeitrag zunächst liefern. Ich fand es dann im nächsten Schritt wirklich erstaunlich, wie freiwillig schnell Christen dann oder Leute, die da kritisch waren, Zuschreibungen übernommen haben und sich dann gleichzeitig als Corona-Leugner bezeichnet haben. Diese Zuschreibung, dieses Narrativ würde ich mir erstmal überhaupt nicht übernehmen in der politischen Diskussion, sondern sagen, natürlich kann ich politische Vorgaben, Ideen von Gesetzen, Maßnahmen kritisieren, kann ich darüber diskutieren, ob die sinnvoll sind oder nicht, solange das im politischen Entscheidungsprozess drin ist. Und ich muss doch da überhaupt keine Zuschreibung als Corona-Leugner übernehmen. Aber einen Punkt kann ich definitiv nicht machen. Ich kann nicht das Vertrauen in unser Gemeinwesen und in den Staat untergraben, indem ich auf einmal falsche historische Vergleiche ziehe, indem ich davon rede, wir leben in einer Corona-Diktatur oder das sei ein Ermächtigungsgesetz. Das ist inhaltlich, auch historisch, schlicht und ergreifend falsch. Das ist Nonsens und es untergräbt das Vertrauen und die Möglichkeit, dass wir als Gemeinwesen zusammenleben dürfen. Mhm. Und das ist der eigentliche Kampfpunkt und da darf man nicht dazu einstimmen. Mhm. Spannend. Also wir Christen, nicht nur wir, bei uns ist alles heile Welt und draußen ist alles böse, Tobi, oder? Sollte man so denken vielleicht oder nicht? Also die Bibel zeigt genau ein anderes Bild, sage ich mal so. Also wenn ich jetzt die Briefe von Paulus angucke, denke ich jetzt nicht, dass in der Kirche alles toll ist, sondern in der Kirche hast du alle Themen wie sonst auch. Das sind Leute, die auch manchmal so schockiert sind, wie kannst du Christ sein und gleichzeitig, ja, es sind einfach Menschen, die auch ihre Abgründe und alles Mögliche haben und deswegen hast du auch die gleichen Themen in der Kirche, über die du dich auseinandersetzen solltest und auch in Diskurs einsteigen, wie Thema vorhin am Anfang, das Thema Zuhören. Wenn du in einer Kleingruppe bist, einfach mal lernen und trainieren, Meinungen stehen zu lassen, zuzuhören, zu ringen und nicht gleich jemand abzuschreiben, weil er vielleicht jetzt politisch die falsche Partei wählt oder was ich was, sondern erstmal hinhören, was sind deine Gedanken, was beschäftigt dich da, was sind deine Motive und so. Und gleichzeitig ist es eine geistliche Wachsamkeit, die wichtig ist. Also es gibt viele Tendenzen, die muss man beachten und die Stimme erheben, können wir vielleicht drüber reden, was heißt die Stimme erheben? Stimme erheben heißt für mich nicht, dass ich jetzt dagegen wettere, beleidige, richtig laut werde und aggressiv werde, sondern ich möchte ja im Gesellschaftsdiskurs eine Stimme erheben, damit will ich Herzen gewinnen. Die kriege ich nicht durch Aggressionen und Verurteilen und draufhauen, sondern die kriege ich mit guten Argumenten offensichtlich, die nicht nur biblisch sind, weil ich sage jetzt mal, innerhalb der Kirche kannst du die Bibel als Argumentation nehmen. Außerhalb der Bibel sollte dein Argument gut sein. Außerhalb der Kirche sollte dein Argument gut sein. Ja, genau. Und nicht nur gut, sondern anschlussfähig. Also ich muss ja verstehen, in welcher Denkwelt lebt mein Gegenüber. Und dann muss mein Argument in seinem Kontext zunächst mal überzeugend sein. Das Argument an sich ist zunächst mal gar nicht gut. Und vielleicht müssen wir an den Stellen noch mal viel mehr lernen, so Übersetzungsarbeit zu leisten und nicht meinen Gesprächspartner nötigen, in meinen Kontext reinzukommen, sondern ich begebe mich in seinen. Mhm. Das hat was mit Kompetenz zu tun. Mit Empathie. Mhm. Und das hat was damit zu tun, lebe ich als Christ aus einer Hoffnung raus oder lebe ich aus einer Angst raus? Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance des Glaubens, wo wir auch integrierende Kräfte in unserer Gesellschaft stärken können, weil wir Menschen der Hoffnung des Lebens sind. Ganz wichtiger Punkt, weil ich meine, die Angst kommt ja schnell rein, aber die Angst ist ja eigentlich nie der richtige Berater, gell? Nein, und vor allem ist halt das Fatale, wenn sich dann Angst tarnt als ein Realismus. Und was wäre das, wenn Christen Menschen wären, die in einer großen Realität sind, sehen, was hier alles schiefläuft auch in der Gesellschaft, auch bereit sind, dann Finger in die Wunde zu legen, auch bereit sind, sich dafür hauen zu lassen, aber das in einer hilfreichen Art und Weise machen und das getragen aus einer Zukunftshoffnung raus und aus einer Überzeugung, dass am Ende des Tages Jesus zum Ziel kommt.
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, es ist Endzeit, ja, gibt es ja Theorien, die sprechen dafür, die sprechen dagegen. Wenn Endzeit wäre und ich die Hoffnung hätte, heißt ja, wenn die alle Sachen passieren, hebt eure Augen und freut euch, dass Jesus Christus wiederkommt. Da heißt es auch, dann ist es umso wichtiger, dass ich jetzt liebe, Menschen helfe, eine Orientierung zu kriegen, das Evangelium weiterbringe und nicht warte und schon gar nicht gegen Menschen anfange zu kämpfen, weil eines der wichtigsten Signale, finde ich übrigens, für die Endzeit ist, dass die Liebe erkaltet. Und was sollte man als Christ tun? Ja, mitmachen, damit Jesus schneller wiederkommt. Wir sind es auch ganz lieblos. Nee, genau das Gegenteil. Das Licht wird dann besonders hell, wenn ich dann auf eine andere Art argumentiere. Und deswegen geht es darum, einfach gute Argumente zu haben, auch darum zu ringen. Und dann kann ich auch, nicht weil ich Christ bin, habe ich diese Meinung, sondern weil sie einfach weise ist. Und nicht weil sie links-rechts-politisch ist, sondern weil sie einfach ein göttliches Prinzip ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, ist jetzt christlich eher konservativ-rechts. Und deswegen ist so Themen wie Abtreibung oder Lebensplanung, keine Ahnung was. Ja, aber Umwelt ist links. Ist das jetzt nicht christlich? Nee, die Bibel redet soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, also es sind ja überall Themen. Es ist sogar ja noch in dem Bibelvers, den du angesprochen hast, heißt, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, ganz viel in unserem Glauben sind diese Spannungsfelder. Da geht es nicht um entweder Abtreibung oder andere Lebensstilfragen oder soziale Gerechtigkeit, sondern es ist immer ein Und. Ein Vogel braucht immer zwei Flügel zum Fliegen. Deshalb geht es immer um Liebe und um Wahrheit. Mhm. Vielen Dank. Lass uns noch mal zum Abschluss ganz praktisch und konkret werden. Was kann ich denn jetzt tun? Was würdet ihr so sagen, wenn ich jetzt Christ bin und sage, ich möchte mich politisch irgendwie nicht unbedingt engagieren, sondern interessieren zunächst mal und auch doch irgendwo praktisch mithelfen, dass einfach ja, dieses Land in eine gute Richtung geht. Ich gehe erst mal wählen am 26. September. Ich glaube, darauf können wir uns total einigen, oder? Ja, genau, richtig gut. Tobi, du hast dir im Vorfeld auch schon ein paar Gedanken gemacht. Was kann man denn machen? Also wenn du wählst, neben dem du das Wählen gehst, glaube ich, ist wichtig, das im Gebet und Fasten ehrlich gesagt vorzubereiten, weil es ist eine Herausforderung. Ich wähle einen gewählten Vertreter. Ich sollte mir überlegen, welche Partei ist das, für was steht die, welches Menschenbild etc. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, bin ich ganz klar der Meinung. Weil ich gesagt, ich mache jetzt ein Beispiel, Umwelt etc. Aber es ernsthaft zu prüfen. Und das Zweite ist, meine Möglichkeiten zu nutzen, weil wir sind Demokratie. Das bedeutet, ich habe Kontakt zu meinem gewählten Vertreter. Ich habe die Möglichkeit, in sein Büro zu gehen, ihn anzurufen, in eine E-Mail zu schreiben, aufs Volksfest zu gehen, ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel Christenverfolgung. Es ist dir wichtig. Was kannst du tun? Du kannst die Vertreter anschreiben und sagen, das Thema beschäftigt dich. Du willst drüber reden. Was machen sie denn als mein Vertreter zu dem Thema Christenverfolgung? Oder was auch immer. Die Folge ist, dass unsere politischen Vertreter, wenn es mehrmals einkommt, ein Thema, es ernst nehmen. Das machen sie immer. Wenn sie merken, okay, das beschäftigt die Leute. Und dann sind sie ein guter Vertreter. Nicht, weil sie ein Wetterfan sind, sondern sagen, das beschäftigt meine Leute und ich bin von denen gewählt. Also sollte man das nutzen und auch den Kontakt suchen und auch überlegen, ich glaube, dass viele junge Leute zugucken, vielleicht ist dein Calling auch in eine Partei zu gehen und zu sagen, ich präge es aktiv mit, ich bin dort, wo Entscheidungen getroffen werden, weil dadurch, dass wir hier in unserer Kirche hocken, wird die Gesellschaft nicht verändert, sondern das ist ja da in meinem Arbeitsplatz und vielleicht auch Politik als Arbeitsplatz. Politik lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht schaffen kann. Also bitte delegiert nicht Eintreten für Werte und für Überzeugungen auf die Politiker, sondern tretet in alltäglichen Diskussionen, aber dann auch mit Statements oder mit den Nachfragen bei Abgeordneten, wie du gesagt hast, Tobi, dafür ein, was euch wichtig ist. Erhebt da eure Stimme. Dann gehört dazu, informiert euch. Und informiert euch nicht nur in einem Kanal, sondern an unterschiedlichen Medien, die auch unterschiedliche Weltsichten haben. Und was sicher auch nicht ganz unvernünftig ist, denkt einfach mit. Der gesunde Menschenverstand hilft an vielen Stellen, auch Lügen auf die Spur zu kommen, Verwirrung auf die Spur zu kommen. Die Evangelische Allianz bietet jetzt am 15. Juli ein Seminar an, Online-Seminar, aber auch hier in München wird es veranstaltet, als Präsenzseminar über, wie kann ich Fake News erkennen. Auch sowas hilft, dann beteiligt ihr euch am politischen Diskurs und das ist genau das, von was Demokratie lebt. Super wichtig, die Anmeldung dazu übrigens auf ead.de. Und also Fake News erkennen ist ja extrem wichtig. Das heißt jetzt aber nicht, dass überall nur Fake ist in den Medien, sondern es ist einfach, jeder versucht ja auch klar mit seinen Überzeugungen einzutreten, auch die Gesellschaft zu beeinflussen. Auch jeder Journalist versucht natürlich irgendwo auch seine Meinung mit reinzubringen. Aber eben, wenn man die Vielzahl von Meinungen von Journalisten studiert oder miteinander vergleicht und da offen rangeht, dann wird man einfach ein größeres Bild bekommen, als wenn man nur eben immer das gleiche Medium oder vielleicht den gleichen Facebook- oder Instagram-Feed bekommt, weil dann lebt man eben in seiner Bubble und das ist eine große Gefahr. Deswegen einfach die Offenheit behalten und vielen Dank an euch beide.
Reinhard und Tobi. Es war eine sehr angeregte und gute Diskussion mit euch. To be continued, I would say. Wir hoffen sehr, dass es dann auch noch mit Uwe Heimowski, dem Politikbeauftragten der Evangelischen Allianz, in Zukunft klappt. Und genau, wir werden das Thema einfach als Kirche vor der Bundestagswahl immer mal wieder so auf den Plan nehmen, damit du einfach das präsent hast und nicht erst irgendwie eine Stunde vor oder in dem Moment, wo du vor dem Wahlzettel sitzt, dann okay, wo mache ich denn jetzt mein Kreuzchen? Nein, damit du vorher schon dir Gedanken machen kannst.